Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge hat man uns gesagt, wir sollten eigentlich da oben hingehen zur Dämonenunterwerfung. Und wir hatten noch eine Sache, die Quelle der Dämonen. Ich glaube, genau, da kommt man nämlich in diese Saphira-Höhle rein. Und wir haben hier vorne noch eine Quest, die wir annehmen können. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt erstmal die Sache mit der Brieftaube machen. Es wird vermutlich auch sehr schnell gehen im Vergleich. Ah, da ist es. Du reist hier durch, um nach Luterra zu kommen, richtig? Ich bin Bandol und ich bin ein Händler in Ausbildung einer Karawane. Aufgrund der Dämonen musste ich meinen Wagen samt Nahrungsvorräten aufgeben. Und nun hätte ich zumindest gerne die Nahrung wieder zurück. Du siehst wie eine gütige Abenteurerin aus. Würdest du mir helfen? Vielen, vielen Dank. Bitte sammle die Stapel mit Nahrung auf, die du schon um den kaputten Karren herum findest, und bring sie so zu Plea, die beim Karawanenlager schon auf mich wartet. Ja, oben muss ich aufsammeln und okay, der zeigt mir jetzt natürlich noch nicht an. Ach ja, jetzt drücke ich schon wieder die Tasten von Teso fürs Reittier. Da ist man mal 24 Stunden nicht drin gewesen und schon drückt man wieder die falschen Tasten. Hier sind Geister. Ah, hier. Moment. Da. Hätte ich jetzt zweimal machen können? Hallo? Hä, die kann ich doch angreifen? Ich dachte, die kann ich nicht angreifen. Die waren so unsichtbar. Okay. Das war jetzt ein bisschen seltsam irgendwie. Also so quasi unsichtbare Gegner hatte ich bisher noch nicht. So, das muss ich dann da oben abgeben. Das heißt, es wäre jetzt... Moment, verlorene... was ist das denn? Übergibt die Tagebücher der Brieftaube. Ja, da sollten wir dann aber auch nochmal kurz hinreiten. Das war eigentlich jetzt gerade da, wo ich hergekommen bin. Das habe ich total übersehen. Brieftaube, Brieftaube. Da. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass es wohl am besten ist, ob das so gut ist, weiß ich zwar nicht, aber dass es wohl am besten ist, wenn wir jetzt erstmal den Dungeon machen, weil wir dann natürlich danach, ja, oben oder unten, glaube ich, ist jetzt nicht so viel Unterschied, egal wie rum ich laufe, weil wir nämlich dann danach in ein neues Gebiet kommen, denke ich mal. Oh Gott. Ich hasse ja den Gedanken, dass ich in irgendwelche Dungeons alleine fahren muss. Ah, lasst mich doch alle in Ruhe hier. So. Das ist mal freigeschaltet. Wir nehmen einfach kein Ende. Oh, schön, dich zu treffen. Du hast dich auch verirrt, nicht wahr? Wie? Aldin hat dich geschickt? Haha, er macht sich einfach zu viele Sorgen. Wie du sehen kannst, geht's mir gut. Und außerdem gibt es noch etwas Wichtigeres als meine Sicherheit. Aus der Höhle vor mir sind Dämonen gekrochen. Und zwar eine ganze Welle, nee, und zwar eine Welle nach der anderen. Und jetzt sagen mir meine Instinkte, dass dort drinnen etwas noch Schrecklicheres hausen muss. Du bist doch auch neugierig, nicht wahr? Warum gehst du nicht mal rein, um nachzusehen? Und wenn du zu viel Angst hast, allein reinzugehen, dann besorg dir am besten noch ein paar Freunde. Heißt das, dass der so schwer ist, dass ich den tatsächlich nicht alleine machen kann? Du willst, dass ich mit dir komme? Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich habe kein Training für den Kampf an vorderster Front erhalten. Ich wollte gerade vorschlagen, dass er doch mitkommen könnte, aber naja. Okay, meine Stufe ist etwas über der erforderten Stufe. Das heißt aber immer noch nicht, dass das so einfach sein wird. Puh. Okay. Da oben ist ein Boss.
Ah ja, ich glaube, da kann ich mich dran erinnern. Hier müssten wir rüber, weil das hier nämlich eine Sackgasse war. Aber hier mussten wir nicht rüber. Da haben wir einfach nur hier Gegner kaputt gemacht, die wir gar nicht brauchten. Das weiß ich noch. Okay. Es geht schon mit großen Gegnern los. Ich muss immer so ein bisschen warten, bis das dann noch aufgeladen ist. Was müssen wir machen? Zerstöre den magischen Kreis des Pestdämons. Okay. Okay, ich sehe jetzt hier gerade noch keinen Kreis. Ich stehe aber eigentlich genau drauf. Hä? Okay, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Eliminiere die Ursache der wiederbelebten Leichen und dann zerstöre den magischen Kreis. Ach so, nee, aber einen von vier habe ich. Okay, dann nehmen wir das mal einfach so hin. Ich dachte, ich muss jetzt tatsächlich so einen Kreis irgendwie kaputt machen, aber anscheinend nicht. Oh, da sind immer welche. Moment, da ist jetzt... Ach, dann habe ich da eben aus Versehen wohl drauf geschossen und habe es gar nicht gemerkt. Ah, okay. Dann habe ich den nur nicht gesehen. Okay, okay, okay. Da sind auch welche. Das finde ich sehr blöd gemacht. Also bei Teso ist das ja alles kein Problem. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt noch, weil das doch ziemlich laut ist. Bei Teso ist das alles... Achso, da sind auch noch welche. Kein Problem, weil man einstellen kann, ob man die Gegner sieht oder nicht. Also sprich, ob man einen roten Balken drüber haben möchte, ob man mit roter Schrift... Da ist noch einer. Ob man mit roter Schrift die Namen drüber stehen haben möchte, wenn es Feinde sind. Aber hier ist es tatsächlich öfter mal so, dass ich es gar nicht mitbekomme. Weil die irgendwie nur rot werden, wenn ich die dann anvisiere. Das finde ich dann doch ein bisschen nervig. Ah ne, das Ding kann ich nicht kaputt machen. Kann ich das kaputt machen? Auch nicht. Okay. Ah, kommt alle her. So, sehr schön. Ja, komm. Ich höre euch doch. Dann kommt doch auch hoch. Okay, das auch noch. Zerstöre die Pestkugeln. Ach so. Ja, das sehe ich gerade erst. 29%, okay. Oh, das war die falsche Taste. Aber die tut's auch. Ich dachte, die wären kaputt. Die sind scheinbar ein bisschen widerstandsfähiger, als ich dachte. Achso, da ist auch noch einer. Hallo? Was greifst du mich hier von hinten an? Und Andrea, warum sagst du mir nichts? Die sind jetzt aber tot, ja. Das sind die Pestkugeln. Kommt da jetzt noch was raus? Ich sehe hier bei dem ganzen Gewirr gerade nichts. Nee. Scheinbar nichts. Oh.
das Problem ist, Pestkugeln. Habe ich die jetzt alle gemacht? Ach so, da sind nur welche. Ah, jetzt ist es. Okay. Da kann ich weiter. Sehr schön. Jetzt tot alle? Oder sind da noch welche? Wahrscheinlich. So. Ja, kommt alle hier hin, kommt alle hier hin. Ich liebe diesen Angriff. Ach ja. Ups, der ist ja noch da. Ich dachte, der wäre tot. Ups. Oh. Ist noch welche? So, da muss... Oh. Leute, erschreckt mich doch nicht so. Ich wollte gerade... Darf ich jetzt vielleicht mal kurz die Taste drücken? Genau, da muss ich nämlich rüber. Das war das, was ich im Kopf hatte. Da ist auch nichts wirklich Interessantes. Wenn man jetzt auf die andere Seite gehen würde. Ja, genau. Ich bin los, ich raus. Kein Thema. So, die Regeneration... Ach, die sind immer noch da. Die Regeneration war jetzt nicht besonders gut. Also, die sind wirklich nervig. Man macht den Großen kaputt, dann kommen Kleine raus und dann kommen irgendwie nochmal Kleinere raus. Oh. Okay, da kam jetzt nur ein Kleiner raus. Nee, doch mehrere. Aber ich sehe hier gerade was. Haha! Wir haben einen Mokosamen gefunden. Juhu! So, damit mich jetzt hier nichts irgendwie von hinten angreift. So. So einer schon wieder. Ja, da macht mir doch ein bisschen viel Schaden. Den blocke ich lieber im Vorfeld ab, muss ich sagen. So, kommt alle, kommt alle. Kommt alle, ihr auch. Kommt, kommt. Mann, ihr Blödmänner, jetzt kommt endlich. So, perfekt. Bis auf, dass die anderen Idioten jetzt immer noch da oben stehen. Oder sind das die, die jetzt wieder gekommen sind, als die kaputt gegangen sind? Oh, das kann natürlich auch sein. So, hier war nichts mehr, ne? Weil den Samen, glaube ich, hatte ich vorher auch nicht gefunden. Der zeigt mir aber noch irgendwas an, was ich hier noch machen soll. Okay, dann ging es nur darum, noch die restlichen Gegner zu machen. Okay. Ich dachte... Oh. Ja, kommt, alle kommen, 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 jetzt. So. Dummerweise haben sie mich ein bisschen erwischt. Wobei... Nee, da kommt jetzt noch kein Boss, glaube ich. Der kommt dann erst am Ende.
Oh, oder auch nicht. Scheiße. Scheiße. Ich heil mich dann doch vielleicht jetzt nochmal. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal genau, ob der jetzt, wie der jetzt, achso, jetzt bin ich voll, wie der jetzt die Angriffe macht. Die jetzt besonders krass sind, oder? Oh, lauf doch einfach mal weg, Mann. Ja, ich habe keine Ahnung, ich kann das gerade nicht lesen, ich muss gerade ausweichen. Und mich heilen vor allen Dingen. Oh, Fertigkeit noch nicht bereit, das ist so nervig. So. Boah, willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Eieieiei. Wieso wirkt das denn alles nicht? Lauf doch einfach mal. Boah. Mann. Der hat mich jetzt aber gut Tränke gekostet, muss ich sagen. Und das war noch nicht mal der Endboss, ne? Oder wie war das hier? Ach du Scheiße. Eieiei. Das war jetzt... Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie der Endboss nochmal gewesen ist, wenn ich den jetzt hier gerade zwischendurch gemacht habe. Da ich jetzt nicht noch mehr Getränke verballern möchte, warte ich jetzt erstmal ein bisschen ab. Oh, das muss ich auch machen. Oh, mach schneller, 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 schneller. So. Oh, da hinten kommt jetzt der richtige Boss. Oh, Scheiße. Oh. Muss ich hier was kaputt machen? Nee, ne? Moment, hier ist auch nochmal was. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was das jetzt eigentlich bewirkt. Okay, einmal tief durchatmen. Gucken, dass wir einigermaßen... oh, wir haben auch gar nicht mehr so viele Tränke, Scheiße. Also zur Not muss ich die 7 drücken. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, die 7. Okay. Was ist das jetzt für einer? Ach, der ist das. Okay. Das ist aber gar nicht der Boss. Ah. der Boss läuft da oben rum. Hallo, guten Tag. Ich denke mal, du bist der Boss, oder? Boah, wie macht die das nicht mit der Rune? Hallo, mach es doch einfach. Das war jetzt nicht der Boss, oder? Euer Ernst?
Wieso ist jetzt die Kugel da unten, obwohl ich nach da oben die ganze Zeit klicke? Das war doch jetzt nicht der Boss. Will der mich veräppeln? Also das wäre ja ein richtiger Lutscher gegen den davor. Ich glaube, ich muss erst hier vorne die kaputt gemacht haben, damit ich das in der Mitte kaputt machen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Och, schieß doch einfach, Mann. Achso, ich dachte jetzt schon, es kommt doch noch ein Boss raus. Na, wo kommen sie wieder? Wo kommen sie wieder? Auch gar nicht. Okay. Jetzt ist aber auch nicht. Da hinten muss ich auch noch was machen. Also irgendwie verwirrt mich dieser Dungeon. Der eine Boss, der war jetzt schon so mega krass, den wir eben hatten. Und dann kommt das Ding hier. Und ist dagegen wirklich ein richtiger Lutscher, wenn man so will. Und jetzt kommen aber wieder Ads zwischendurch. Also es verwirrt mich wirklich gerade total. Habe ich den? Ja, den habe ich wieder aufgeladen. Ach, hinter mir sind noch welche. Sag das doch. Da ich nicht weiß, was jetzt kommt, heile ich mich aber trotzdem nochmal. Ich muss überhaupt mal gucken, wie das ist mit den Tränken zwischendurch. Man kann sich ja auch was kaufen. Ich weiß aber nicht. Kommen die von hier rechts? Ich hoffe nicht. Ich weiß aber nicht genau, was das für Tränke sind. Besiege die verstärkten Wurmfäuste, die dir den Weg versperren. Oh, das hört sich nicht gut an. Was sind denn verstärkte Wurmfäuste? Oh, das sind die. Okay. Okay. Jetzt weiß ich, was das ist. So, ich warte jetzt nur noch auf den anderen Angriff. Okay, perfekt. Aber die machen ganz schön Schaden irgendwie. Ich habe zumindest ganz schön Schaden jetzt reinbekommen. Erreiche die Tiefen der Höhle. Ich weiß gar nicht, ob ich die erreichen möchte. Ich drücke vorsichtshalber doch nochmal eben auf Heilung. Weil ich denke, dass da jetzt doch nochmal ein Bosskampf kommt. So. Okay. Ja, spring bloß nicht raus. Kein Thema. Oh, ernsthaft. Ist aber scheiße, ehrlich. Hat der sich jetzt gerade geheilt?
nimmt irgendwie überhaupt gar keinen Schaden, hab ich das Gefühl. Aber ich nehme Schaden, ich muss aufpassen. Ja, bloß nicht rauslaufen, kein Thema. Was ist los? Lauf weg, Mann! Die ist so gestunt irgendwie. Boah. Meister Carmine, gib mir noch eine Chance, ich werde... Gut, ich habe vollstes Verständnis dafür. Aber du solltest dich ausruhen, eine Pause einlegen. Eine lange, permanente Pause. Oh, Carmine! Und was glaubst du, wie du hingehst? Noch immer nicht. Genug. Wenn das so weitergeht, brauche ich eine viel mächtigere Seele. Das erinnert mich jetzt an Induyasha, an den Mönch. Der hat nämlich ein schwarzes Loch in seiner Hand gehabt. Ja, ich glaube, aber hier gibt es jetzt so nichts mehr zu sehen oder zu öffnen. Denke ich mal. Nö. Also, da können wir jetzt nichts finden. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir mal eben das Lied der Flucht, oder? Doch, ich muss das wahrscheinlich auch da oben abgeben. Ich mache mal einfach das Lied der Flucht. So, dann können wir hier erstmal abschließen. Das habe ich dann nämlich danach gesehen. Und da oben können wir noch nicht direkt hinporten. Das ist die Frage, wenn wir jetzt dahin porten, ist auch nicht wirklich viel schneller. Wir haben aber gerade noch was bekommen. Moment, das können wir erstmal direkt tauschen. Eine neue Schatzkarte, oder war das noch die alte? Das ist eine Kopfbekleidung, die können wir auch direkt tauschen. Weil ich habe nämlich festgestellt, das habe ich nur durch Zufall rausgefunden, dass wir hier nämlich zwei Slots für Ringe haben und zwei Slots für Ohrringe. Das heißt, wir können da definitiv gucken, was wir jetzt noch brauchen. Das ist jetzt beides Stufe 19, Intelligenz, Crit... Spezialisierung, was habe ich jetzt gerade drin? Moment. Crit und Zähigkeit. Dann würde ich mal sagen, dann nehmen wir die Spezialisierung. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt besser ist. Keine Ahnung. Das können wir nicht verbessern. Weil dann geht was runter. Den Ring könnten wir theoretisch dadurch komplett verbessern. Ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, von lila auf blau runterzugehen. Aber gut, das liegt halt an der Stufe, ne? Den tauschen wir nicht aus. Die haben wir jetzt nebeneinander. Der macht die anderen Sachen runter, macht nur die Beherrschung höher. Ja, das ist aber auch doof. Nee, dann lassen wir das so. Da können wir noch was lernen. Zwei Sachen lernen. Da können wir auch noch was lernen. So, dann haben wir das schon mal und wir können noch ein paar Sachen zerlegen. Das ist leicht aufgewertet. Ja, da, das kann ich wegtun, das ist... Nee. So. Ich will ja mein Inventar immer so ein bisschen
aufgeräumt haben. So, das sind die großen. Guck ich mal hier rein. Wobei die mit 1000... 1000 sind aber auch nicht viel mehr als hier, fällt mir gerade so auf. Ach, ich habe auch immer 600 nur, dass das höher geht. Okay, wenn ich natürlich einen schweren habe, sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, einen Trank zu nehmen, der ein bisschen mehr gibt. Aber gut, bisher, bisher geht es ja eigentlich immer noch recht gut. Deswegen... Diese Dämonen, die nehmen Verstärkung? Ja, wir waren die Verstärkung. Wir haben aber schon alles abgeschlossen. Wir können wieder gehen. So, dann schließen wir da oben noch eben schnell die Quest ab. Was ich sehr gut finde, ich meine, klar, man kann natürlich immer mal getroffen werden, aber was ich sehr gut finde, dass man wirklich hier so durch die Welt reiten kann und in der Regel keinen bis nur ganz, ganz minimalen Schaden bekommt. Passiert hier nicht überall. Bei Teso muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich auch schon mal vom Pferd runtergerissen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass wir nicht genug zu essen haben würden. Bandul hatte ich geschickt, nicht wahr? Dieser Junge hat ganz schön Verantwortung entwickelt. Jetzt müssen wir uns bis zum Zagoras keine Sorgen mehr um Nahrung machen. Ich danke dir. Ja, dann würde ich doch glatt... Ja, genau, ich bin da. Dann würde ich doch glatt behaupten, bevor ich jetzt mit Amel spreche, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und beenden die Folge. Und ja, machen den Teil mit der Dämonenunterwerfung, was auch immer das ist, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.